Was geht ab, liebe E-Bike-Fans? Ich bin Lennart von Emotion und ich stehe heute auf der Eurobike. Diesmal stehen wir beim Stand von Hase E-Bikes. Ich stehe hier gemeinsam mit der Kirsten und wir werden euch jetzt mal durch das Sortiment von Hase E-Bikes durchführen. Was ist so das Besondere an der Marke? Und uns die Bikes ein bisschen anschauen. Also deswegen, seid gespannt und bleibt dran. Ja, Kirsten, ich habe jetzt hier auf Ihrem Stand jetzt schon echt viele coole E-Bikes sehen können. Ne? Und das sind ja auch schon sehr, sehr spezielle Dreiräder. Was ist denn so das Spezielle an eurem Sortiment? Was würdest du sagen? Also ich würde sagen, wir bauen auf jeden Fall Fahrräder, die eine hohe Qualität haben. Also die auch cool sind, um mal richtig sportlich unterwegs zu sein. Also zum Beispiel das Catwheel Cross, da kann man richtig cool mal mit durch den Wald düsen. Also man kann auch auf dem Trail und richtig Action machen. Absolut. Ne? Ja. Also wir haben auch Kollegen, denen macht es richtig Spaß, damit mal zu fahren. Aber es ist natürlich auch gedacht für die Zielgruppe Reha. Ja. Ich sag mal, Leute mit dem Handicap sind in der Regel, es gibt natürlich auch junge Leute mit dem Handicap, die trotzdem ein cooles Bike wollen. Ne? So, und für die ist es optimal. Aber auch ältere Leute, die einfach nicht mehr normales Fahrrad fahren können, die nutzen dann gerne das Lepus. Wie gesagt, da haben wir eine große Bandbreite. Wir haben Fahrräder mit Hilfsmittelnummer für Kinder, die halt über die Krankenkasse abgerechnet werden können. Das ist total wichtig und gut. Das heißt also, eure Bikes sind sehr vielseitig und genauso vielseitig ist wahrscheinlich auch eure Zielgruppe, dass ihr die gar nicht so genau benennen könnt, weil es von bis wahrscheinlich geht. Richtig. Ne? Also ich würde es mal so zusammenfassen, die Dreiräder schon so Reha und ich sag mal ältere Menschen, die, sag ich mal, einfach umsteigen wollen vom normalen Fahrrad, die vielleicht auch schon mal gestürzt sind und unsicher sind oder so. So kann man es, glaube ich, ganz gut zusammenfassen. Und auch eben Leute, die wirklich noch mal ein bisschen Action auf den Trails ja machen wollen. Ne? Auch also das ist ganz ja auch genau. das ganz cool an euren Bikes, dass das halt eben nicht so Standard-Dreiräder sind, sondern einfach wirklich auch mit einem Action, mit einem Action-Anspruch. Ne? Auf jeden Fall. Und wenn du jetzt mal so überlegen würdest, wo liegt so der Fokus bei eurem Produktportfolio, was so die einzelnen Bikes angeht? Könnt ihr da irgendwie, habt ihr so Schwerpunkte, was verschiedene Modelle angeht? Oder ist das auch ganz breit gefächert? Also es gibt halt verschiedene Modelle. Es gibt ein Einstiegsmodell, das Trigo. Ja. Das ist eher ein bisschen günstiger, ist nicht gefedert. Dann das Catwheel ist quasi so, kann man quasi sagen, der VW unter oder unseren Fahrrädern ist auch unser meistverkauftes, das Catwheel Evo Steps. Und das Lepus ist noch mal ein bisschen, da sitzt man ein bisschen höher. Also viele Leute sagen ja gerade bei Liegedreirädern so, dass man sehr tief sitzt. Beim Lepus sitzt man wirklich sehr entspannt, wie in einem Sessel im Prinzip. Man setzt sich so rein, lenkt die Arme einfach neben dem Sitz. Ja, und von daher, ich sag mal, wir haben eigentlich so für jeden Geschmack was dabei. Also von bis. Ja, Kirsten, wie sieht das denn aus auf so einem Liegedreirad? Da sitzt man ja schon deutlich tiefer, hat vielleicht ein unsicheres Gefühl, das man aber, glaube ich, gar nicht haben muss unbedingt. Ne? Also es ist so, dass, glaube ich, so ein gängiges Vorurteil oder das, was wir ganz oft gefragt werden. Wie ist das denn? Also es gibt sehr unterschiedliche Liegedreiräder. Es gibt wirklich, manchmal sieht man im Straßenverkehr welche, wo man wirklich so über die Erdoberfläche quasi fast schwappt. Unsere Fahrräder, die sind eigentlich relativ hoch. Man sitzt eigentlich ähnlich hoch wie im Auto. Und unsere meisten Kunden sagen, dieses Problem besteht wirklich eigentlich nicht. Wenn man wirklich selber mal fährt, man wird eigentlich viel schneller wahrgenommen, weil es so außergewöhnlich ist. Ne? Und die Leute halten meistens sogar auch mehr Abstand als zu einem normalen Fahrrad. Also das kann ich auch wirklich nur älteren Menschen, weil wir haben sehr viel ältere Kunden auch. Wir haben Kunden, die sind über 90, also die fahren mit so einem Fahrrad täglich. Und die sagen wirklich, man wird wahrgenommen und dann passen die Leute auch auf. Ja, und ich denke mal, wenn man dann auch beispielsweise so eine etwas grellere Farbe hat, dann bietet sich das natürlich auch noch mal viel mehr an, weil man deutlich besser gesehen wird in dem Ganzen. Auf jeden Fall. Ja, also wir bieten auch. Bei den Farben ist es so, wir haben ja Custom-Modelle auch. Ja. Man kann sich die Farbe aussuchen und ja, da kann man wirklich viele Wünsche erfüllen. Ja, ja, besonders cooler Aspekt auch mit den Custom-Modellen, denke ich. Da kann sich jeder das zusammenstellen, wie er das gerne hätte, ob grell oder eher matt. Super cool, super coole Bikes. Und wenn wir jetzt noch mal so überlegen würden, was sind so die Highlight-Modelle, die ihr jetzt hier am Start habt, die vielleicht auch noch gar nicht veröffentlicht sind, die vielleicht noch so ein bisschen prototypartig sind, was ihr jetzt neu mitgebracht habt. Könnt ihr uns da auch schon vielleicht so ein bisschen was verraten? Weil das ist ja auch immer ganz interessant für unsere Zuschauer. Ja, sicher. Also wir haben dieses Jahr auf der Eurobike zeigen wir hier einen neuen Sitzbezug, der im Prinzip sehr gut geeignet ist. Wenn man, also gerade im Reha-Bereich ist das ja ganz oft, dass man irgendwie so ein, dass das irgendwo drückt oder dass vielleicht jemand so eine Unterstützung braucht und der ist sehr bequem, der Sitz. Vario Komfort heißt der. Genau, den kann man halt statt dem anderen einfach bekommen oder den auch auswechseln, das geht auch.
Ja, das ist so das eine. Dann haben wir noch einen neuen Motor mit im Sortiment, den Barfang-Motor. Den haben wir jetzt hier auf einem Lepus eingebaut hier vorne. Du hattest gerade angesprochen, Barfang. Wie sieht das denn generell so aus? Mit welchen technischen Herstellern arbeitet ihr denn generell so zusammen? Ist das da von Bike zu Bike unterschiedlich oder fokussiert ihr euch dann schon bei vielen Bikes auf so ein paar, große Namen, genau, wo man immer wieder die Komponenten in den Bikes dann drin findet? Und wenn ja, welche wären das dann? Ja, auf jeden Fall. Das macht ja auch total Sinn. Also wir sehen auch immer zu, dass wir die Modelle mit ähnlichen Sachen ausstatten, dass man nicht ständig irgendwas wechseln muss. Also zum Beispiel ist das Shimano. Also wir haben den Shimano Steps Motor in den Fahrrädern, sowohl im Pino als auch in den Dreirädern, also in unserem Cargo Bike und in den Dreirädern. Auch die Reifen, ne, von Schwalbe sind die. Und wir sehen ja auch, glaube ich, direkt hinter uns euren großen Slogan, ihr könnt einpacken. Und wir sehen auch, glaube ich, direkt das passende Bike dazu. Was hat es denn damit genau auf sich? Ja, also hier vorne beim Pino Cargo haben wir vorne eine große Tasche. Ja. Man hat für das gesamte Rad eine Gesamtzuladung von 225 Kilo. Ja, und dazu muss man auch sagen, Gesamtzuladung ist in dem Fall halt eben Gepäck plus halt eben die Person, die dann halt eben mit drauf sitzt. Ne? Genau. Hier haben wir einen großen Akku, also wir haben einen 630 Watt Akku, weil wir einfach gesagt haben, man soll nicht drüber nachdenken, ob man jetzt mal ein Stück fährt, sondern da kommt man echt richtig weit mit. Da kommt man einfach ein paar Tage weit, ohne den immer aufladen zu müssen. Ganz genau. Ja, macht auch bei so einem doch etwas größeren Bike auch deutlich Sinn. Ne? Genau. Ja, wie gesagt, Tasche hier oben. Hier unten haben wir auch noch eine Gepäckablagefläche, die man so ausklappen kann. Das ist ganz praktisch, dann kann man da eine Kiste reintun. Ja. Ne? Hier haben wir hier unseren süßen Oktopus, unser Maskottchen. Ich sehe ja auch, es gibt noch ein paar Pedalen hier vorne. Ne? Was ist denn damit? Fragst du dich jetzt, was ist das jetzt? Ja, ist, ne? Das ist eigentlich das, was das Pino Cargo wirklich zum besonderen Lastenrad macht. Ja. Weil wir haben ja nicht nur ein Lastenrad, sondern im Prinzip ein ganzes Mobilitätskonzept. Man kann diese Tasche nämlich abnehmen und hier drunter verbirgt sich dann nochmal ein Liegeradsitz. Okay. Und ja, da können, wie gesagt, da können kleine Kinder vorne mittreten. Es gibt einen Freilauf. Ja, also ich sag mal, wenn ein Kind jetzt mitfährt, muss es nicht die ganze Zeit mittreten, wenn es müde ist. Aber man kann, wie gesagt, auch eine erwachsene Person vorne transportieren und mitfahren lassen. Das heißt also auch vor allem in dem Bereich ist ein sehr großer Sicherheitsaspekt auch mitgegeben wahrscheinlich. Ne? Auf jeden Fall. Für Kinder gibt es einen 5-Punkt-Gurt, dass sie gesichert sind. Wir haben auch verschiedene Pedalsysteme, also Pedalen mit Haken und Riemen, damit man nicht abrutscht. Ja. Also das ist uns auf jeden Fall auch immer ein total wichtiges Thema. Ne? Ja. Also dass die Leute sicher fahren. Ja, sehr cool. Klingt auf jeden Fall nach einem sehr, sehr vielseitigen Bike auch, mit dem man sehr, sehr viel Spaß haben kann. Und das halt eben auch nicht nur alleine, was ich auch sehr cool finde. Wenn ihr jetzt auch nochmal Bock bekommen habt, ein Hase E-Bike Probe zu fahren, dann kommt doch einfach mal in einem von unserer Emotion Shops vorbei. Dort könnt ihr euch umfassend beraten lassen, das Bike Probe fahren und einfach eine Runde Spaß mit dem Ding haben. Ansonsten bleibt nur noch über zu sagen, vielen, vielen Dank fürs Zuschauen. Vielen, vielen Dank an dich auch nochmal. Sehr gerne. Und tschüss und macht's gut, bis zum nächsten Mal.